Nein, nein, ich bin noch nicht bereit, sie aufzugeben. Geht! Ich werde sie euch noch nicht überlassen. Elfriede bleibt bei mir. Und ihr könnt euer Kostüm fallen lassen. Ich erkenne einen Todesgott, wenn ich ihn sehe. Was? Oh, verzeiht. Ich bin eingenickt. Naja, wer seid ihr? Ich hatte nicht erwartet, so weit draußen noch jemanden zu treffen. Das heißt, abgesehen von diesen Banditen. Nein, bin ich eigentlich auch nicht. Diese Ruine hier, wisst ihr, ich bin Händlerin. Und meine Spezialität sind historische Gegenstände. Sammlerstücke, wenn ihr so wollt. Die Sorte, die man üblicherweise in alten Ruinen findet. Normalerweise bin ich natürlich nicht dumm genug, selbst danach zu suchen. Ich weiß ja, wie gefährlich das ist. Nur war da in Flussheim dieser Reisende aus Ark, der mir von diesem Ort hier erzählt hat. Der Dreiflusswacht. Jede Menge Steintafeln und Bücher aus der Zeit vor der Abschottung. Und vollkommen ungefährlich. Tja, und da ich ohnehin in der Gegend war, dachte ich, einen Blick zu wagen kann ja nicht schaden. Großartige Idee, wirklich. Hört, ich will nicht mit der Tür ins Haus fallen, aber um ehrlich zu sein, sitze ich ziemlich in der Patsche, gelinde gesagt. Und ihr seht aus, als wüsstet ihr euch zu verteidigen. Meint ihr, ihr könntet mir helfen? Etwas Furchtbares ist geschehen und ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Ach, ja, meine Elfriede. Man hat sie entführt. Gestern Nacht erst. Bei den Sternen. Ich war so dumm. Wir wollten gerade Lager für die Nacht machen. Und ich bin Feuerholz holen gegangen. Und zack, kaum komme ich zurück, ist sie weg. Nein, ein Vatyr. Ich habe ihn noch grunzen gehört, als er mit Elfriede abgehauen ist. Er muss sich diese Ruine wohl zu seinem Heim gemacht haben, wisst ihr? Ich habe versucht, mich reinzuschleichen, aber das ist unmöglich. Und zurück nach Flussheim, um Hilfe zu holen, kann ich auch nicht. Bis dahin hat er sie bestimmt schon gefressen. Bitte, ihr müsst mir helfen. Wenn er Elfriede irgendetwas antut, das würde ich mir nie verzeihen. Ich habe sicher irgendwas dabei, was euch nützlich ist. Aber reden wir darüber, wenn ihr sie gerettet habt, in Ordnung? Jede Sekunde, die wir vergeuden, spielt diesem Biest in die Hände. Oh, bei den Göttern. Hab Dank. Beeilt euch. Natürlich. Schreitet.